Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg mit unserem Sattelschlepper in Richtung des. Ja, gleich in Richtung des. Stützfüße einfahren. Fahr bitte mal die Stützfüße ein, Freund. Dankeschön. So, jetzt aber. In Richtung unseres großen Baggers, den wir aufladen müssen, um damit zu unserer Baustelle zu fahren. So. Wir mal gucken, wo wir jetzt hinfahren am besten und vor allem schauen auf den Verkehr. Wir haben ein etwas längeres Gefährt, müssen da also auch wieder etwas anders lenken. So, einmal hier sauber rum. Vielen Dank fürs Warten. So, und ich bin gerade wieder falsch abgebogen. Okay, dann fahren wir jetzt hier einmal rechts rum. Gucken, dass wir hier rumkommen sauber. Wow, da muss man aber echt ganz anders arbeiten. So, puh, das ist gar nicht so leicht mit so einem Kollegen hier. So, dann fahren wir hier einmal rum. Ich denke mal, wir können ja hinten auf der Rückseite auch irgendwie nochmal entsprechend abbiegen. Oh, was ist hier passiert? Hallo Auto? Oh, ein Stückchen breiter, da sollte man aufpassen. Ah. Ja, jetzt verhake ich mich gerade hier fast komplett. Das ist natürlich ja kontraproduktiv. Ja. Also ich glaube, von meiner Million, die ich hier langsam erwirtschafte, ist die Hälfte schon wieder für Reparaturkosten und andere Probleme, ja, flöten, ne? Also, das ist auch das, was Vekuragu meinte, großes Fahrzeug. Er freut sich schon drauf, mich damit zu sehen. Ja, jetzt hast du deinen Spaß und ich den Ärger. Ich hoffe, dass ich mich jetzt aber nicht die ganze Zeit so blöd anstelle. Ich versuche natürlich, das jetzt hier wieder etwas besser hinzukriegen. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass hier unten auf der Seite, mal gucken, nee, das sieht man von hier gar nicht so, da steht das nämlich ziemlich an der Seite noch über, weil etwas überbreite und das habe ich eben mal so dezent nicht berücksichtigt. Hm. Also ich glaube, mein Bußgeldkatalog, der wäre schon massiv hoch. Meine Versicherungsprämie wäre bei ungefähr 15 Millionen %. Also nicht so das Optimale. Aber ich versuche natürlich, das Ganze wieder besser zu gestalten. So. Okidoki. So, wir jetzt auf dem Weg. Kann mal gucken. Ja, Moment, tut sich ja noch nichts. Hier müssen wir aufpassen. Ne? Wir kommen aus einem Seitensträßchen ohne Vorfahrt. Ja, und du, Freund? Ja, dann fahr doch. Ach, du willst durchlassen? Dann lass ich mich halt durch. Ja, das ist lieb von dir. Sehr nett. Der hat wahrscheinlich Angst um sein Auto, dass ich ihm das Ding jetzt auch noch verbeule. Von dem Punkt lässt er mich lieber fahren. Finde ich ja nett. So, und wir fahren jetzt aber auch schon mal durch. Wie gesagt, wollen ja erstmal unseren Bagger einladen. Oh, da läuten schon die Glocken. Das ist schon das Warnsignal. Und hier muss ich wieder aufpassen. Eieiei, Überbreite, Überbreite. Lerne es, mein Freund. Es ist nicht leicht. So, ich stehe jetzt ein bisschen doof. Da musst du eine Sekunde warten. Sorry dafür. Aber wir werden jetzt auch hier ein bisschen ausholen müssen, weil wir haben da ein bisschen größeren Bereich. So. Mal schauen, hier kommen wir wenigstens einigermaßen geschickt um die Kurve rum. Gleich aber wieder gegenlenken. Ich habe nämlich keine Lust, hier gleich den nächsten Transporter mitzunehmen. Oh Mann, das sind aber auch kleine Sträßchen hier im Vergleich jetzt zu so einem großen Sattel. Wow. So, einmal hier rum. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird richtig eng. Aber geht alles noch so weit. So, da vorne wieder links abbiegen. Das heißt, wir können gleich auf die richtige Spur rüber wechseln. Das passt. Ja, Freund, du darfst fahren. So, und einmal hier links reinschwenken. Ja, so eine Kurve schafft auch der olle Solaris, das ist kein Problem. Hier ist Autobahn, hier dürfen wir mal richtig Gas geben. Das ist toll, endlich schnell fahren. Ja, bis der Knabe hier richtig Gas gegeben hat. Und auf Speedes dürfen wahrscheinlich die nächste Ausfahrt schon wieder runterfahren. Schätze ich jetzt mal. So. Und natürlich dürfen wir gleich hier wieder runterfahren. Also richtige Langstrecke, so wie beim Euro Truck Simulator ist es hier nicht. So, und jetzt die langgezogene Abfahrt, das wird auch nochmal spaßig. Oh, mal gucken, dass wir da einigermaßen gut rumkommen. Ja, diesmal klappt es ein bisschen besser als beim letzten Mal. Da beim letzten Mal war ich ja doch ziemlich ja, übel eingerichtet hier. So, und hier haben wir natürlich wieder gleich Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, und ich würde sagen, wir wechseln schon mal rüber auf die linke Spur. Müssen nämlich sowieso gleich abbiegen hier drüben. So, dann ist das nämlich auch schon mal soweit alles gut. So, müssen wir nur dran denken, dass wir beim Fahrzeughändler jetzt nicht
links rum reinfahren, sondern rechts rum. Ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht schon falsch. Nee, ich bin hier noch soweit richtig. Irgendwo hat es gescheppert, aber ich war es nicht. Ich bin ganz brav um die Ecke gefahren. Ehrenwort. So, einmal hier wieder links. So, und dann geht es gleich links entsprechend rein zum Händler. Wir fahren da vorne aber rechts rum und laden erstmal unseren Bagger auf, ne? So, ein langer Weg zum Bagger. Aber auch den haben wir nun geschafft. So, hier müssen wir natürlich jetzt gucken. Nochmal eine enge Kurve. Aber zum Glück mit Parkstreifen. Das heißt, da haben wir ein bisschen eine Möglichkeit, entsprechend, ja, besser rumzukommen. So, mal schauen, schaffen wir das soweit? Ja, das sieht gut aus. Und wir stehen sogar schon ziemlich in der richtigen Richtung. Das ist optimal. Das heißt nämlich, wir können dann uns gleich da an den Rand, an die Seite stellen. In der Kurve ist das natürlich jetzt eher unpraktisch, aber trotzdem werden wir das hier mal versuchen. Wir fahren mal hier so ein Stückchen rauf. So, ich denke mal, so sollte das gehen. Mal gucken, wie stehen wir da hinten? Nee, nicht ganz gut, weil dann stehen wir nämlich hier ein bisschen auf der Fahrspur. So, ich denke mal, so klappt das. Jetzt müssen wir erst mal gucken. Am besten nehme ich mir doch nochmal die Hilfe, weil ich jetzt gerade gar nicht so direkt weiß. Ah, mit Left Shift ging das, genau. Ja, der müsste doch eigentlich da jetzt vorbeikommen, der Kerl. Also ich bin wirklich hier auf dem Seitenstreifen, schaut mal. So, das passt. Okay, einmal die Hilfe wieder raus. Wir steigen mal kurz aus. So, Freund, wo ist dein Problem? Da ist doch alles frei, warum fährst du nicht? Da kommst du doch locker dran vorbei. Also ey, komm, stell dich mal nicht so an, Opa. Ne? Stell dich mal hier nicht so an. Das ist jetzt wirklich mal. Also ich habe jetzt wirklich anständig geparkt, ne? Ja klar. Und der steht natürlich jetzt da, wo ich hin will. Das ist toll. Das ist ganz toll. Freund, fahr mit deiner Mühle weg, sonst ist sie gleich Brei. Ich würde hier gerne arbeiten. Hat das Ding eine Hupe? Nee, schade. Hat leider keine Hupe. Jetzt bleibt er natürlich da stehen. Dieser Trödel. Wenn man hier nicht. Das ist ganz schlimm. Fahren wir hier drauf. Ein bisschen gerade wäre von Vorteil. So, sieht das gut aus. Ich glaube, wir stehen aber nicht so richtig gut. Hab so den Eindruck, wir stehen ein wenig schräg da drauf oder nicht gleichmäßig verteilt. Sollten vielleicht noch ein Stück so rüber. So, da ein bisschen näher rankommen auf die andere Seite. So, ich glaube, so stehen wir einigermaßen beschissen. Jawohl, wunderbar. Also das sollte man natürlich im Optimalfall vorher machen. Aber irgendwie kriege ich das hier nicht gebacken, hallo? So. So, stehen wir jetzt etwas besser. Ja, wir stehen nicht perfekt, aber zumindest ein bisschen besser. Gerade überlegen, noch ein Stückchen zurückfahren. Ja, ich muss da ein bisschen anders überlegen. So, dann einmal bitte nach rechts. Noch ein Stückchen so rüber, ein Stückchen nach vorne, ein bisschen gegenlenken. So, jetzt stehen wir, glaube ich, gut. So, fahren noch ein Stück nach vorne. Stellen den einigermaßen gerade. Das passt. Steigen hier mal aus. So, da müssen wir den Kollegen eigentlich auch mal irgendwie festmachen. Gucken. Na, du fährst immer noch nicht. Du traust dich immer noch nicht zu fahren. Machen aber erstmal hier den Kollegen fest, so, damit der Bagger uns nicht abhaut. Dann steigen wir mal ein in die Karre. So, dann einmal bitte das Ganze wieder entsprechend hochklappen. Steht doch eigentlich ganz gut, so das Ding. Ja, und der traut sich immer noch nicht vorbeizufahren. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht, weil ihr seht doch selber, wir haben doch wirklich hier genug Platz gelassen, oder nicht? Haben wir das oder haben wir es nicht? So, wir fahren jetzt erstmal zur nächsten Baustelle. So, befestigt haben wir das Ding. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mich anstelle auf dem Weg da hoch. So. Gut, wir fahren einmal vor, vorne wieder rechts. So, jetzt bewegt er sich auch wieder ganz anders, lässt sich wieder ganz anders steuern, auch von Gas und Bremse, weil wir ja natürlich 3,5 Kilogramm mehr da drauf haben. So, halt, bremsen. Was war das? Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Da war doch nirgendwo was. Ich bin nirgendwo dran gedotzt, oder habe ich das jetzt irgendwo nicht gesehen? Seltsam. Das ist echt seltsam. Das wundert mich jetzt so ein bisschen, was hier gerade läuft.
Ich habe doch extra aufgepasst, dass ich niemanden erwische. Halt, hier warte ich mal. Vielleicht noch ein Stückchen zurück, dass die da erstmal durchfahren können. Will mich ja hier nicht vordrängeln. Komme ja schließlich nicht auf, von der Vorfahrtsstraße an. So. Gut, dann fahren wir mal los. So, Dele. Und einmal. Oh, rote Ampel. Ja, wunderbar. Oh, und der läuft extrem nach. Was? Klappert da? Jedes Mal, wenn ich bremse, scheppert da was. Aber was ist das bitte? Ich habe den doch fixiert. Das ist merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. So, der will abbiegen. Alles klar. Wir haben grün. Dann können wir los. Und dann flitzen wir, wie gesagt, zur Baustelle hoch. So. Wunderbar. So, wenn wir da oben angekommen sind, ist wahrscheinlich die Folge schon leider schon wieder rum. Aber dann können wir in der nächsten Folge mit dem Baggern anfangen. Ich hoffe, dass entsprechend der Kollege einen Bauabschnitt fertig gemacht hat da drüben, dass wir dann nochmal sehen, wo wir eigentlich hin müssen. Oh, bremsen. Ah, jedes Mal, wenn ich bremse, scheppert's da hinten. Das ist aber auch seltsam. So, der fährt noch. Alles klar, wir haben jetzt grün. Das ist die Frage, ich sehe das gerade nicht. Der will links, rechts abbiegen. Der will rechts abbiegen. Der will rechts abbiegen. Die wollen alle rechts abbiegen. Ja, die wollen alle rechts abbiegen. Das ist schön. Dann fädeln wir uns mal da hinten dran ein, vorsichtig. So, jetzt gleich gucken. Aha, falsch rumgelenkt. So, aber noch gerettet. So, hier muss ich aufpassen. Ampel. Ampel hoch. Da unten Auto. Wow, das ist eng. Klappt aber noch. Alles klar, wir haben sogar diese Kurve gemanagt. Wunderbar. So, und ich denke mal, wir müssen aber hier auf die rechte Seite der Baustelle. Würde ich jetzt mal ganz einfach frech behaupten. So, und hier müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Weil ansonsten kommen wir hier im Ansatz nicht mal um die Kurve rum. So, mal schauen, wie das aussieht. Ich glaube, so kommen wir da einigermaßen hin. So, und ihr habt ja gesagt, wir sollen das auf der Straße abladen. Sollte man aber eigentlich ja nicht machen, weil ja die Raupen, wie gesagt, ja, ansonsten kaputt gehen. Ja, das kriegen wir auch hier gar nicht so abgeladen. Also ich würde sagen, wir gucken mal gerade, ob nach hinten frei ist. Stoßen wir noch ein Stückchen zurück und fahren auf die Baustelle drauf. Bin sowieso mal gespannt, weil ich muss jetzt danach die Aufnahme beenden. Wo wir dann beim nächsten Mal rauskommen, wenn wir im Prinzip dann hier wieder starten. Also hier haben wir das zumindest soweit schon erledigt. Ich will aber zumindest gucken, dass wir hier entsprechend den Bagger noch abladen können. Ist, glaube ich, dann angenehmer, weil dann würde das vielleicht, wenn sich das resettet, nicht komplett resettet werden. Wir gucken mal gerade. So. Der steht unten, alles klar. Dann einmal bitte hinter. Wir müssen ja erstmal die Ladung lösen. So. Und jetzt können wir in den großen Bagger einsteigen und können mit dem schon mal zurückfahren. So. Alles klar, das passt zumindest schon mal. So, wenigstens das haben wir soweit hingekriegt. Da können wir gleich, würde ich mal sagen, in Richtung unseres wahrscheinlich nächsten Baubereiches gehen. So, weil es ist wirklich jetzt schwer zu sagen, was ist welche Baustelle, ne? Ist blöd, wenn die beiden direkt gegenüber liegen. Wir können natürlich nochmal einen Test machen. Nehmen wir das ganz einfach. Wir buddeln uns jetzt mal hier so ein Stück ran. Das heißt, wir gehen mal hier so halb in die Mitte. So, dann steigen wir nochmal schnell aus. Brauchen unseren Muldenkipper. So, einmal Muldi. Dann werden wir mit dem nämlich dann dementsprechend mal gleich darüber fahren. So, einmal hier raus. Vorsichtig. Dass wir da nichts kaputt fahren. Dann können wir nämlich hier auf die Seite gehen, dann können wir nämlich gleich den Muldenkipper beladen. Ist ja das auch was, was Vekurago sagte, ne? Von wegen aufpassen, wo du was hinlegst. Es könnte sein, dass du das nächste dort wieder hinbringen musst. Das wäre etwas ungünstig. Alles klar. So, Fahrzeug ist in Ordnung. Da steht unser Sattelschlepper. Dann auf zum Bagger. Wir haben mal noch eine Schaufel nehmen, ne? Weil da haben wir ja noch ein bisschen Zeit für. Gehe ich aber am liebsten wieder in die Ansicht. So, dann gucken wir mal gerade, wie es denn da hinten aussieht. Das entwickelt sich langsam zum Bagger-Simulator hier. Oh, nehmen wir mal eine Schaufel raus und mal gucken, wo das Ganze jetzt kommt. So, ja, wir sind auf der richtigen Baustelle, auf Anhieb. Ja, ist das nicht klasse? Finde ich ja richtig gut. So, jetzt müssen wir nur gucken,
Ob das von der vom Abstand her reicht, das werden wir jetzt gleich feststellen. Ja, und es sieht gut aus. Okay, also wir sind auf der richtigen Baustelle. Hier können wir dann ein bisschen buddeln. Und ich zeige euch das jetzt gerne nochmal so aus Interesse, weil ich glaube, das wird nämlich doch wieder eine etwas größere Geschichte. Wir haben nämlich das Reihenhaus und haben 0% gebaggert mit einer Schaufel. Also, das heißt, wir haben da ein bisschen Arbeit vor uns. Dann gucken wir mal gerade, wie weit der Knabe hier ist. Einmal bitte zurück, einmal ins Doppelhaus, 83%. Ja, der wird auch noch ein bisschen brauchen, aber das werden wir nicht mehr heute erleben, denn für heute sind wir durch. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wir haben die Baustelle ohne den Kran. Schade, so weit hinter kann ich gar nicht gehen. Dann steigen wir kurz aus, können uns das hier nochmal angucken. Hier ist unsere Baustelle, da drüben ist die Baustelle, wo der Kran mal Platz ist, ne? Hat ja der Steffen auch gesagt, komm, wir rennen nochmal schnell rüber. Ich zeige euch das gerade mal, denn hier drüben ist ja dann schon dieses Gitter. Da muss dann der eigentliche große Kran hin, der Turmkran, denke ich mal, ist das. Und ja, den werden wir uns natürlich auch irgendwann holen. Aber wir haben unsere Baustelle hier. In diesem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Servus und tschüss.